Hallo zusammen, Servus, Salve a tutti. In diesem kleinen Clip, heute am Dienstagabend um 18.37 Uhr fange ich den an, geht es um den MDAX. Den habe ich also in den letzten Wochen echt sträflich vernachlässigt, gebe ich ehrlich zu. Ich schaue da selbst auch nicht allzu oft hin. Das ist einfach nicht meine Welt. Aber man muss da mal hingucken. Und das Erste, wenn ihr diesen Chart hier seht, der ist jetzt vom November letzten Jahres, ist der MDAX macht immer wieder ganz witzige Chartsignale. Hier gibt es einen Hammer. Hier ist ein Shootingstar, Außenband raus und wieder rein. Das hier ist was ganz Seltenes, das ist ein sogenanntes Dragonfly Doji. Ist ganz selten, also wirklich Eingangskurs gleich Ausgangskurs. In der Zwischenzeit ging es ganz weit runter, auch hier Außenband raus. Hammer, Außenband raus und wieder rein. So, und heute, hier und jetzt, hat der heimlich still und leise ein All-Time-High gemacht. Wenn ich das hier mal sehe, waren wir im Hoch bei 34.744 und wir machen einen sogenannten Inverted Umbrella Doji. Wir gehen aus dem Band raus, die Bänder sind sehr eng, und schließen innerhalb des Bandes. Momentan, der Schlusskurs war, muss gerade mal schauen, 34.548 und jetzt in der Sekunde handeln wir ihn rund 60 Punkte tiefer, 34.493. Das ist kein schönes Signal. Nochmal hier aus dem Band raus und im Band rein. Und da auch geschlossen. Es gibt auf YouTube von meinem sehr geschätzten Kollegen, der momentan auf Weltreise ist, von Wieland Alt, einen Film dazu. Er nennt das die Expander-Strategie. Da könnt ihr nochmal nachschauen, was es ist. Und wenn ihr da was schreibt, dann sagt einen schönen Gruß von mir, damit ihr das irgendwo in, ich weiß nicht, wo der jetzt ist, Brasilien oder sonst wo, damit das hört, Wieland, von dieser Stelle. To the Bane. Also viele Grüße und nochmal, das ist kein schönes Signal. Von der Technik hier sind wir ziemlich neutral. Wir haben einen fetten Weg gemacht. Ja, wir waren also hier am Mitte Mai waren wir bei 31.038. Wie gesagt, jetzt sind wir bei 34.500. Wir haben hier eine kleine Seitwärtsphase und wir sind völlig neutral über den Trendfolger. Der baut sich einfach momentan ein bisschen ab, klar. Und wir sind natürlich überkauft, aber ohne Verkaufssignal über den Oszillator, über die Slow Stochastic. Das Signal gefällt mir nicht. Als Händler gehe ich hier direkt ganz knapp hinten dran mit meinem Stop, gehe Short und habe den Stop hier ganz nah hinten dran. Beim MDAX muss es mehr sein. Da muss es schon mal so 50 bis 100 Punkte sein. Deswegen habe ich folgende Scheine ausgesucht. Bei den Calls bietet Goldman, so wie ich das gesehen habe, nur die Mini-Futures an. Ich bin der Meinung, dass das hier die Verbindung zwischen dem unteren Band 33.000, wo ist genau, 776 und dem Chart einmal, zweimal, dreimal und hier hinten, dass das eine sinnvolle Unterstützung ist, wehe, wenn die gebrochen wird. Deswegen muss ich hier einen Schein suchen, der hier ein bisschen drunter liegt. Und ich hatte mich für diesen hier entschieden. Das ist ein Mini-Future. Der Knockout, also in dem Moment, wenn es nicht mehr gehandelt wird, ist 33.679. 33.679, da sind wir hier. Unterhalb des Bandes, ja, da wird das Ding genockt. Und dann hat der Emittent, in diesem Fall Goldman, meistens eine halbe Stunde, manchmal sind es 45 Minuten, manchmal 60 Minuten Zeit, den Hedge aufzulösen. Und da wird die Differenz gezahlt zum Basispreis. Hier 33.000. Ja. Also dann ist das Geld nicht gleich komplett weg. Das nur zum Sagen. Das ist ein Schein mit der Kennnummer GH7JZ9. Bei dem Put kann ich das anders machen. Da gibt es nämlich die Scheine, die ich eigentlich ziemlich gerne mag, die K.O.-Scheine. Ganz normal, nichts Mini-Future-mäßig. Und da möchte ich eigentlich auch relativ nah dran gehen. Ich habe mich für diesen hier entschieden. 35.316. Das ist auch ein 40er Hebel. Ein unlimitierter, sprich zeitlich offener Schein mit der Kennnummer GH09QM. 35.316. Da sind wir ungefähr hier. Der ist für den Fall, wie gesagt, momentan ein 40er Hebel, wenn wir diese Unterstützung hier bei 33.740 auf Stundenbasis unterbieten. Also unter das Band gehen, unter die Unterstützung gehen, weil ich dann davon ausgehen will, dass wir wenigstens den Bereich um die 32.500 sehen. Der DAX, nur zum Sagen, handelt momentan bei 15.485. Ist nicht so lecker momentan. Also es wird hier erheblich nervöser.
Und ich habe meine Position jetzt insgesamt so gestellt, dass ich tendenziell eher ein bisschen short bin. Ich bin short in Einzelwerten, da ist auch sowas so dabei wie Nvidia. Ich bin short im CAC 40 und bin aber dagegen auch französische Optionen long, Accor-Hotel. Ich weiß es nicht. Ich traue dem Markt hier nicht wirklich über den Weg. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.